Hey und herzlich willkommen zur ersten Folge von Diablo. Es ist eigentlich nur ein Anzocken. Es ist zurzeit die Open Beta bis Montag 19 Uhr, glaube ich. Also wenn die Internetleitung reicht, kann man es sich noch downloaden auf Battle.net und auch mal anzocken. Kann es auf jeden Fall Koop spielen und wir schauen die mal rein. Blizzard. Wir müssen aber immer nach Osten, warum dann nur auf? Was wurde? Okay. Ah, Marius. Endlich finde ich euch. Marius? Ja, nun erkenne ich euch. Ich hätte wissen müssen, dass ihr verkleidet reist. Sie sehen alles. Ich suche schon lange Zeit nach euch, Marius. Ich dachte schon, ihr wollt nicht gefunden werden. Oh, bitte vergebt mir, Tyrael, bitte. Es war nicht meine Schuld. Nicht eure Schuld? Sagt mir mal, inwiefern war es nicht eure Schuld? Der Wanderer. Ja, es war... war der Wanderer. Wer ist der Wanderer? Meine Zeit in der Zitadelle schien so lange hier zu sein. Ich suchte Schutz vor meinen Erinnerungen bei anderen Ausgestoßenen in den Bergen jenseits des Osttors. Wollt ihr was hier? Ich hätte schon nicht hin. Ich habe tagelang gegen den Schlaf gekämpft. Denn wenn ich träume, kehrten die Erinnerungen zurück. Erinnerungen an das Kloster und das Böse, dem es anheimgefallen war. Träume, Erinnerungen. Ich konnte sie nicht mehr unterscheiden. In welchem Kloster sind sie gelebt? Aus meinen Träumen gefolgt. Wie hatte er mich hier gefunden? Wie konnte diese gebrechliche Gestalt, kaum fähig, ihr eigenes Schwert zu halten, der sengende Schrecken sein, der mich in dieses Versteck einst trieb? Ja, dann ist es schwer. Er schien von eigenen Dämonen gejagt, mühsam unter Kontrolle zu halten. Ja.
überzeugt, wahrhaftig den Verstand zu verlieren. Der Schreck, die Zerstörung, das Böse, das ich sah. Wie sonst könnte ich das erklären? Entstammte diese Dämonen meinen Träumen? Oder waren sie in den Nachtwächern geboren worden? Also, ich weiß nicht, was er raucht, aber bei mir schaut es meistens nicht so aus, wenn ich mal ein Bierchen zu viel habe. Ich weiß ja nicht. Muss auch nicht die Mond werden. Er geht mal ganz crazy. Ah ja. Ganz warum war ich hier? Es ist kalt draußen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Warum geschehen Dinge so, wie sie im Traum geschehen? Ich weiß nur, als er lockte, musste ich ihm folgen. Von dieser Stunde an reisten wir gemeinsam. Nach Osten. Stets nach Osten. Jo. Nice. Resurrect. Also es war mal ordentlicher Trailer. Das kann man viel machen. Ja, aber. Wir kommen bei der Mehrspielbeta von Diablo 2 Resurrected, wie auch immer man das ausschaut. Das heißt, ihr habt die Auswahl zwischen Videos. Das eine Video werdet ihr wahrscheinlich schon gerade angeschaut haben, oder? Die Klänge der Schwester, ich weiß es nicht. Ich schaue es auf jeden Fall jetzt nicht an. Reported Bug. Erstellen! Oha! Da gibt's ja ziemlich viele, actually. Schaut sich den Original Resurrected um. Hey, man kann... What the heck? Alles klar. Einfach um mal die alten Klassen... Man kann das alte Spiel spielen, oder schaut es nur so wie das alte aus? Also es gibt Amazone, geschickt im Umgang mit Speer und Bogen, eine sehr vielseitige Kämpferin. Speer wäre nice. Hey, die anderen gibt's noch nicht. Anscheinend. Ein Barbar. Nahkampf ist er immer übertroffen und ein Meister aller Waffenarten. Einfach rein, ne? Paladin wird wahrscheinlich Healer und Tank sein. Er ist ein geborener Anführer, ein heiliger Mann und ein gesehener Krieger. Zauberin, sie beherrscht Elementarmagie, Feuerblitz und Eis. Das wäre nice, actually. Druide. Sehr schön, wenn die Venturgewalt ruft der wilde Tier und Tod die Stürme an seine Seite. Okay, der ist ein nice. Boy, was glaubst du, was wir brauchen werden? Ich sehe einen schlechten Barbar, Paladin oder Zauberin. Ich weiß, die Amazone wäre schon nice mit dem Speer, aber ich glaube, ich gehe zu schnell drauf. Mhm. Weißt du, ob der Paladin Healer ist oder Druide? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Oder gibt's überhaupt einen Healer? Ich kann sonst will ich die Skills kurz nachschauen. Na, obwohl. Genau, ein Barbar wird halt draufhalten sein. Paladin kann ja halt wieder alles tanken, gell? Off-Tank, ja. Dann Zauberin wäre halt auch lustig. Aber ich kann mir das Aussehen nicht aussuchen, gell? Soweit ich das gesehen habe, nicht. Okay. Nur Namen und einen Charakter. Okay. Boah. Ja, in den Deal zwischen die drei. Vernünftigste wäre natürlich Paladin. Aber sie sind beim Anzocken schon vernünftig. 6,5 Stunden später.
Ich weiß nicht, aber vielleicht, wenn der Paladin Full Damage macht und lustige Fähigkeiten hat, wäre nice. Beim Barbar war sie der sicher Orin. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ich sag Stopp. Zwei Stunden später. Stopp. Er ist auf dem Paladin gelandet. Ja, gut. Dann. Ja, moin, er erreicht mich, dass das Schwert und so schuld. Wie hast denn du? Morlan. Er war dran, war fertig. So, jetzt schau ich nicht mehr so cool aus. Lobby, Spiel verlassen, Bug erstellen, auf Erweiterung kommentieren geht nicht, entfernen. Lobby. Jetzt muss einer von unserer Lobby stellen. Wie viele Leute können da mitspielen? Es gibt Rangliste. Name des Spiels: Drago. 8 maximal. 1, 2, 3, 4, 5. Normal, Albtraum oder Hölle? Ich würde mal so normal. Man kann bis 8 Leute spielen, ah. Also du bist hardcore Albtraum. Aber ich glaube, das bringt sich nicht viel, wenn man quasi noch gar keinen guten Equip tun. Aktivieren, um die Abstände von Gegenständen auf dem Boden zu erhöhen, was beim Spieler mit dem Controller helfen kann. Jo. Ich kann Albtraum und Hölle noch gar nicht auswählen. Sehr gut. Spieler stellen. Lade. Guten Tag. Bin da. Also. Das Game haben wir ja bis jetzt nur beim Nachbarn gespielt, oder? Damals Diablo 2. Vor etlichen Jahren. Das ist sicher 10 Jahre her. Und ich muss sagen, es hat bis jetzt genau das Feeling gehabt, und das ist halt die grafische, das ist jetzt schon was anderes. Aber ich hoffe, dass das Feeling so bleibt. Ich hoffe, dass das Feeling nicht in der Stadt. Was ist das? So. Nehmen wir mal die Quest. Seid gegrüßt, ja. Edler Paladin. Es ist lange her, dass ich euresgleichen im Westen gesehen habe. Es wäre mir eine Ehre, euch in jeder Hinsicht zu unterstützen. Zweifellos habt ihr von der Tragödie Tristrams gehört. Manche sagen, dass Diablo, der Herr des Schreckens, wieder auf Erden wandelt. Ich weiß nicht, ob ich das glaube, aber vor wenigen Wochen kam ein dunkler Wanderer dieses Weges. Er wollte zum Gebirgspass, der vom Kloster der Jägerinnen bewacht wird. Vielleicht ist es Einbildung, aber das Böse scheint ihm auf den Fersen gefolgt zu sein. Seht ihr, kurz nachdem der Wanderer die Klosterpforte passierte, wurde der Pass geschlossen und seltsame Kreaturen suchten das Land heim. Bis es außerhalb des Lagers sicherer ist und die Tore wieder geöffnet werden, bleibe ich mit meiner Karawane hier. Ich hoffe, ich kann nach Lutgolain aufbrechen, ehe der Schatten, der auf Tristram fiel, uns alle verschlingt. Wenn ihr dann noch lebt, nehme ich euch mit. Ihr solltet mit Akara sprechen. Sie scheint im Lager die Anführerin zu sein. Vielleicht weiß sie mehr. Okay. Und jetzt nochmal irgendwas gesagt. Seid gegrüßt, edler Paladin. So. Auf dem Weg zur Zitadelle kann man sich leicht in der Wildnis verirren. Wenn ihr zu den Monolithen kommt, denkt daran, dass der Weg durch die Grotten führt. Also 3, 4, 5. Also 3, 4, 5? Ja. Er steht da! Ein bisschen heller gemacht. Wo bist du hingelaufen? Ich bin noch am Start. Ah. Privater Goldschatz. Gar nichts drin. Ich hab gar nichts noch. Ich hab ein Kurzschwert und ein Beschützer. Nicht hier! Was sieht man sowas wie eine Quest? Alter, wenn man mit G druckt, als ob wir das Spiel damals so gespielt hätten. G ist die Quest. G?
Alles klar. Als ob wir das so gespürt hätten und wir haben einfach unseren mega Spaß gehabt. Das ist einfach RuneScape, Alter. Oh mein Gott. Okay, das Neue ist halt schon. Ach so. Da kannst du zum Alten switchen. Ja. Jawohl. Du merkst halt, was sie grafisch machen wollten damals und was halt möglich war, ne? Mhm. Ja, ich finde. Also vom Prinzip her ist es genau das gleiche. Aber es ist halt schon ein geiles neues Spiel, ne? Mhm. Also wie heißt du unten jetzt, ne? Fähigkeitenbaum habe ich, okay, den mache ich später. Charakter habe ich da, mache ich später. Questlog. Da ist noch gar nichts drinnen. Lol, das ist eine Karte. Willkommen in unserer grandiosen Hütte. Ich weiß, ihr seid. Gürtel. Was denn? Könnt ihr den Gürtel? Steh nicht. Da liegt was. Ach so, das sehe ich fast gar nicht da. Muss mir einen Gürtel geben? Nice. Also. Dein Inventarplatz ist halt heftig. Nicht hier! Der gibt frei! Ja? Ich hab irgendwie zugehört bei der Quest, aber was müssen wir machen gerade? Ich weiß nicht. Da hab ich angenommen. Wohin kann ich euch bringen? Seid gegrüßt, edler Paladin. Es ist lange her, dass ich euresgleichen im Westen gesehen habe. Es wäre mir eine Ehre, euch in jeder Hinsicht zu unterstützen. Zweifellos habt ihr von der Tragödie Tristrams gehört. Manche schon mit sagen, Akara dass springt, scheint in Lage Angst zu sein. Wieder auf irgendwann. Akara. Doppelauter. Oh boy. Aber gut. Nicht in der Stadt. Ich bin Akara, Hohepriesterin der Schwestern vom verborgenen Auge. Ich heiße euch in unserem Lager willkommen, fürchte aber, ich kann euch in diesen baufälligen Mauern nur unzulängliche Unterkunft bieten. Seht ihr, unsere uralte Schwesternschaft ist Opfer eines seltsamen Fluches geworden. Die mächtige Zitadelle, wo wir seit Generationen die Pforten zum Osten bewachten, wurde von der bösen Dämonin Andariel verheert. Ich kann es noch nicht glauben, aber sie hat viele unserer Jägerinnen-Schwestern gegen uns aufgebracht und uns aus unserem angestammten Heim vertrieben. Nun sind die letzten Verteidigerinnen der Schwesternschaft entweder tot oder in der Wildnis verstreut. Ich flehe euch an, bitte helft uns. Findet einen Weg, diesen schrecklichen Fluch von uns zu nehmen, und wir werden euch ewige Treue schwören. Das heißt, ihr habt ein richtiges Verteidigungsproblem. Und es haben halt schon sehr viel Verluste erlitten. Ich hab kein Gold, also brauche ich da gleich gar nicht schauen. Wie das früher ausgeschaut, ja moin. Ja, und wie soll denn jetzt da? Ich finde die Höhe in der Wildnis aus wie das Lager der Jägerinnen. In der Wildnis? Ja moin. Ja, Philipp steht schon da. Ah, das haben sie so schön viereckig abzäunt, das Ganze, nice. Die Map ist ziemlich retro. Ich werde diese Wildnis säubern. Da ist einfach Stachelrate. Das ist auch so eine Party. Und zwar gut kriegt. Oh yes. Stiefel kriegt. Wer ist denn das überhaupt? Ach, XP noch drei. Was hab ich für einen Buff, also Geschwindigkeit oder was? Hast du schon Skill-Nagel? Leichter Mana dran. Ich will schon die Bäume fällen. Ist schon der Rob oder was? Sehen wir beide den gleichen dran? Dämon ist dann das? Gefallener Dämon.
Der im Intro hat auch einen ordentlichen Dämon gehabt, aber es ist voll geraucht, ich weiß es nicht. Ey, das Hack and Slash wird schon mal gut. Ah, das ist ein Bonfire Lied? Oh nein. Das ist einfach nur. Das nennt sich so ein Punkt oder was? Jetzt rennen die schon weg, so stark sind die. Was soll der? Bam. Ey, das Spiel ist easy as fuck. Wird schon noch schwieriger werden. Oha, level up. Aber wie würde ich mir jetzt eigentlich healen mit 1, 2, 3, 4 einen Heiltrank nehmen? Neue Fähigkeit. Ich kann jetzt auf Defensiv-Auren gehen, auf Offensiv-Auren oder auf Kampffähigkeiten. Entweder Gebet regeneriert langsam das Leben, was von euch und der Gruppe, nice. Oder erhöht den Feuerwiderstand. Na, würde ich jetzt nicht machen. Oder erhöht verursachten Schaden, nice. Oder erhöht Trefferchance und Schaden kostet aber Leben. Und habt euren Gegner mit einem heftigen Schildstoß. Das mache ich und dann noch nehme ich den Heal. Wir nehmen zuerst auf den Heal. Wir nehmen auf den Heal und dann noch nehmen wir das andere. Ja, und wie, wo mache ich das Gebiet jetzt rein? Angreifen. Das ist das Gebet. Wo könnt, bei 1, 2, 3, 4 kann ich das Gebet reinmachen, oder was? Ich mach's nochmal auf Rechtsklick. Hey, ist das jetzt. Ist das in mein Gebet jetzt gerade? Neue Werte, wenn ihr auf Stärke, Vitalität, Geschick und Energie gibt. Energie gibt mir Mana, Wirt gibt mir Leben und es gibt Ausdauer. Geschickt lässt du bestimmte Waffe anlegen, das brauche ich auch. Ich mache mal mit, wie viele Punkte habe ich, okay. Mach mal 4 Vitalität. Das, was der Buff jetzt, wo ihr wisst, ich hab schon besseres Schwert. Nein, hab ich nicht. Hä? Einhandschwert. Schaden 2 bis 7. Haltbarkeit 23 von 24. Das ist aber genau gleich gut. Ich habe einfach ein blaues Schwert, was genau gleich gut ist, wie mein anderes. Achso, es ist nur blau, wenn es im Inventar ist. Oh, Mopeds, schon lange kein Diablo mehr gespielt, ha? Ich glaube, das war der World Chat. Ja, du bist einfach schon irgendwo. Ich tue viel zu viel lesen, gell? Ich muss halt einmal muss es durchlesen. Ja, wusste. Du kriegst ja die ganzen XP. Achso. Hey, aber das kann nicht sein, dass das mein Auge ist, oder ist das so eine passive Auge? So, guck mal, Steuerung. Oh, ich wollte schon fragen, ob du so schnell bist. Ah, jetzt, das ist die Ausdauer. Hey, die Wetten, das hat es früher nicht gegeben, weil einfach der Besage schwach war. So. Ich hoffe, es war alles nieder. Ich weiß, dass es damals richtig tief reingegangen ist. Man hat einfach alles verlieren können. Und es war richtig schwierig die ganze Zeit einfach. Und das, obwohl wahrscheinlich habe ich nur zugeschaut. Wenn du stirbst, liegt der ganze Equipment am Boden. Alter. Da sind Stiefel. Der wird jetzt anschauen. Nein, die nur immer da. Ich sehe die Items am Boden fast nicht, muss ich sagen. Mann, sie blinken dann ein bisschen, ja? Oder? Alles kaputt klopfen. Das erinnert mich gerade ein bisschen an. Ja, als ob du schon ein Werwolf wärst! Ey, alles schaut richtig creepy aus, Hänsel und Gretel 2.0. Oder Rotkäppchen eigentlich.
Alles klar. Als ob, hä? Ich hab gedacht, das ist so ein Ulti, so was man erst irgendwann kriegt. Das ist auch ein Hänsel-Gretel. Da ist Rotkäppchen drinnen. Ich tue alle Märchen vertauschen. Ich brauche einen Schlüssel. Okay, den kann man kaufen, oder was? Ich probiere was. Titan Quest, würde ich sagen. Es erinnert mich an Titan Quest ein bisschen. Probier mal was, ich bleib gespannt. Brauchst du Stiefel? Du da rein? Lol. Wir sind im Lager der Jägerin und so. Was machst du da jetzt? Verkaufen oder wo kann ich da was verkaufen? Guten Tag. Da unten. Seid gegrüßt. Akan. Ich verkaufe mal ein Schwert. Und ich verkaufe mal Schuhe. Haltbarkeit 1 von 3, nimm die mal in Ruhe. So. Dann lassen wir mal da drinnen. Kann ich mein Gurt einlagern? Ich kann einen Schlüssel kaufen, 45 Philipp. Ich hab genug Schlüssel jetzt nicht. Okay, also muss ich mein Geld einlagern? Ich weiß nicht, ob man das kann. Geht schon, glaube ich. Oder? Einzahlen. Okay, wenn es eingeloggt. Es gibt persönlich geteilt, geteilt oder geteilt. Ich will es auf geteilt. Was soll es da einfach? Warte, du nochmal raus. Bist du im ersten drinnen? Ich würde sagen, geh dir 70 Gold rein dann. Teil geht auf deinen anderen Schaus. Achso. Gibt es jetzt noch ein Portal? Ah, cool. Jetzt ist das Portal weg! Ich kann es wieder machen. Hätte ich zuerst rein müssen, weil es deins war? Anscheinend. Gibt es nicht da daneben irgendwo ein Portal zum Bier? Ich weiß es nicht. Du bist wieder. Nicht in der Stadt. Nicht hier. Man kann nicht laufen. Ich sehe kein Portal da. Okay. Ah, ich laufe aber runter, oder? Danke fürs Zuschauen. Falls euch Diablo 2 gefallen hat, könnt ihr es ja bis Montag noch ausprobieren, weil es gerade in der Open Beta ist. Und bis zum nächsten Mal. Servus.